Zum letzten Mal treten wir eine lange Reise an und fliegen über den Atlantik nach Mexico City. Wir besuchen die junge Künstlerin Deborah Delma. Für ihre Kunst kombiniert sie verschiedene Materialien, Kleider, Farben und häusliche Gegenstände. Aber sie macht auch Kunst im Internet. Das ist ein Kunststil, den es erst seit wenigen Jahren gibt. Einerseits kommentiert Delma das Leben in den sozialen Medien wie Facebook oder Twitter. Andererseits schafft sie Videos wie das unsrige. Darum müssen wir doch nicht so weit reisen, denn mit nur einem Klick haben wir das Originalkunstwerk vor uns. Erinnerst du dich an die Suppendosen von Andy Warhol? Ähnlich beschäftigt sich Deborah Delma mit dem Konsum und dem Verhalten der Menschen, das oft nur aus Oberflächlichkeiten und dem neuesten iPhone besteht. Was kannst du alles im Video entdecken? Da gibt's ein perfekt eingerichtetes Schlafzimmer, Besteck zum Essen, Symbole wie ein Toilettenschild, Sätze und Textausschnitte. In einer Art Collage stellt sie die ideale moderne Frau dar. Hübsch und reich, mit Ferien am Palmenstrand, immer freundlich und mit blitzblanken Zähnen und Designerkleidern. All diesen Sachen, die uns die Werbung und das Internet glauben machen, dass wir diese unbedingt haben müssen. Aber viel wichtiger ist es ja, mit Freunden einen schönen Nachmittag zu verbringen oder die Natur zu genießen.